Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Horizon Zero Dawn auf dem PC. Wir machen weiter. Was? Aua! Besser durch du wirst da reinlaufen. Lauf da rein! Ja, danke! Natürlich. Warte mal. Ich glaube, wir sollten das leise machen. Gut, geht ja schon mal gut los, die Folge heute, aber ich glaube, wir sollten das trotzdem leise machen. Laut ist, glaube ich, kacke. Guck dich. Werden ganz vorsichtig. Haben wir noch einen schönen Fähigkeitspunkt? Ich hatte bei mal eine. Au. Ich hab mich nicht geduckt. Oh, ich bin so dumm. Ich hab mich nicht geduckt. Tschüssi, Kollege. Mit dem wollte ich mich. Ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Greift er mich jetzt an oder nicht? Ja! Ach, die Maschine ist schnell, aber sehr schnell, dass du siehst. Erledigen. Was? Oh.
Was? Muss ich den Sturm, wie muss ich den Sturmvogel jetzt besiegen? Also direktes besiegen oder besiege ich ihn damit? Warte mal. Ich meine, hier sind nicht gelb, ne? Und wir machen da eins und da hinten eins. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir das Ding besiegen müssen. Keine Ahnung, warum ich mir das nicht vorstellen kann. Bleibt einmal ruhig. Oh, er sieht mich nicht. Egal, wir gehen einmal. Gut. Müsste mich eigentlich aus den Augen verlieren. Jetzt macht er irgendwie einen Rundflug, aber wir warten mal. Wir sind ja geduldig. Ja, faszinierend. Ich finde es auch faszinierend, von einem Todesvogel gejagt zu werden. Sehr faszinierend. Kann mich faszinieren, das an dem Tag vorstellen. Na gut, cool sieht's aus, aber da, also, na. Oh. Lass dich aber nicht stören, ne? Da ist er, der Köder. Erledigt. Der lockt keine Maschine an. Ach, und das hat den Sturmvogel besiegt. Ah, okay. Oh Gott, Glück gehabt. Ich bin ehrlich, ne? Ich hatte eben echt ein bisschen Angst, dass das Spiel wirklich meint, erledige den Sturmvogel. Und mal mit erledigen ein richtiges Erledigen. Dann hätte ich echt, Nee. Die Wahl steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Ah, kehre zur Ralle zurück, okay. Oh Gott, das war aber eine coole Mission, also coole Quest. Ja, hat Spaß gemacht. War ja mal nettes Häppchen zum Mitnehmen. Genau, mal runter. Alter, das kann man ja gar nicht anders sagen. Das war wirklich cool. Aber es ist nur alles für Viecher gibt. Ich fühle mir das irgendwie leichter. Ich gehe gleich dahin. Ich wollte mir nur ein neues Reittier holen. Das ist ja mal ganz nett, ne?
Oh Gott, ich habe aufgehört. Nein! Schneller, schneller! War das schlimm? Nein. Das Spiel hat nichts gemacht. Oh Gott, ich habe einfach nicht. Ich habe nur kurz E gedrückt. Obwohl ich aber nicht E gedrückt gehalten. Oh Gott, Glück gehabt. Es war natürlich ein Fehler gewesen, aber nicht ausschlaggebend. Holy shit. Immer schön leise. Was? Und das? Ich park den hier mal, ne? Hoffentlich verschwindet er jetzt nicht. Aber sollte eigentlich nicht. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Okay. Bitte gern geschehen. Okay, nice. Wir haben's. Okay, dann geht's auf zu die Sonne soll blinken. Obwohl heute. Ich würde sagen, wir reiten heute auch dahin und fangen beim nächsten Mal die Quest an. Also für euch das nächste Mal, ne? Für mich jetzt natürlich, ja, jetzt gleich. Für euch das nächste Mal, für mich jetzt gleich. Nur für euch ist ja ein Folgen. Dann würde ich sagen, da ist ein ganzes Ding. Wir haben ein bisschen Quest gemacht. Dann machen wir Hälfte Quest, Hälfte ungefähr die Hälfte dann reiten. Dann haben wir so einen Hälfte-Hälfte-Part und nächste Folge dann wieder ordentlich Hauptquest. Aber wir kommen ja gut voran. Wir kommen ja auch richtig gut voran. Also muss man sagen, ne? Und damit haben wir die nächste Quest erledigt. Ja, genau. Also, wir haben alle Zeit der Welt, ne? Die können wir auch noch nicht machen. Ich frage mich, wie anderen jetzt aussieht. Was ist das? Das ist aus dem QR, genau. Ja. Ich würde sagen, wir machen dann natürlich noch was von, aber na klar machen wir die noch. Aber ich wollte erstmal das machen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch ist mit Erster. Also mit Erster erledige ich, aber ja, muss ja das Ding einmal zu Ende gehen, weil wir noch eine andere Hauptquest haben. Und die würde ich auch nicht gleich danach anfangen. Also wenn wir die jetzt durch haben, die Hauptquest, dann ist gut. Dann machen wir erstmal wieder Nebenquests ein bisschen. Und dann machen wir Hauptquests. Dann haben wir ja auch einen guten Satz weggeballert, ne? Also dann habe ich ja auch ordentlich gerusht ein bisschen auch. Diese Maschinen passen gut auf. Euch ordentlich Story geboten. Das ist ja auch mal das, was ich ein bisschen immer versuche bei diesen großen Spielen. Das ist immer so gut, ne? So aufzuteilen. Mal ein bisschen rushen. Dann wieder ein bisschen ruhiger. Dann wieder mal ein bisschen ballern. Ist das eine verbotene? Wieso hört man das die ganze Zeit, Alter? Was ist das für eine Quest? Offene Aufträge. Noch nicht fertig. Was sind das für eine Quest, die da fertig? Ich hab keine Ahnung. Weil es ist die Hauptquest. Das ist die Hauptquest, die da ist und die da. Warte mal. Nee.
kann, aber da können wir das später angucken. Ist jetzt nicht wichtig. Wir haben gedacht, jetzt würde ich sagen, komm, machen wir ein bisschen später, dann mal ein bisschen. Denn das habe ich bei diesen Open World Games auch gelernt. Man muss auch irgendwann sagen, jetzt macht man mal das, was man sich vorgenommen hat. Sonst kommt man irgendwie schon nie voran. Also ablenken, das ist immer schön, ne? Weil man da und dahin gehen, aber wenn das sind so Sachen sind, wo man auch sagen kann, ist ja auf der Map, dann das auf so Sachen, wo ich dann sage, komm, jetzt mal weiter geht's. Und ich muss sagen, ich mag auch solche Open World Games mehr als jetzt irgendwie. Ja, keine Ahnung, so zum Beispiel wie Skyrim, ne? Wo du einen Charakter hast, der einfach nicht redet. Also ich bin da einfach nicht so der Typ für, wobei aber Oblivion hat mich auch nicht gestört. Skyrim war einfach in der Hinsicht nicht meins. Also, es war kein schlechtes Spiel, das will ich sagen. Oh Gott. Alter. Also Skyrim war jetzt kein schlechtes Spiel, ne? Das will jetzt nicht schlecht reden, aber. Lern zielen, du Arschloch. Aber ist nicht mal, ich mag eher sowas, wo ich so einen Charakter habe, den ich richtig steuern kann und ja, der Emotionen hat, da bin ich dann eher dabei und das finde ich, um was geht. Aber ich kann den Reiz verstehen. Skyrim ist mehr so Erkundung und man das richtig, klar, ich kann den Reiz verstehen. Und wenn man der Typ Spieler ist, ist es auch ein wunderschönes Spiel. Ich will im Spiel war ich verstehe die Qualitäten schon. Es ist aber nicht so meine. Es ist nicht so meine Machart. Ich würde das. Also wenn ich jetzt persönlich Skyrim an Elder Scrolls machen würde, würde ich das persönlich ein bisschen anders machen. Nämlich eher Between Horizon zum Beispiel so, ne? Zwar klar, in der Elder Scrolls Welt, klar. Ist natürlich nicht mit den Roboter-Dinos. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich verstehe den Reiz, aber ich will auch nicht sagen, das Spiel ist, um Gottes Willen. Es hat schon seine Qualitäten, aber man muss der Typ sein, der Typ Spieler. Und da war ich nicht ganz. Also ich habe ja auch, ich habe 200 Folgen gespielt, 80 Stunden. Also ne, so scheiße kannst du auch nicht, so kacke habe ich auch nicht gefunden. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So ist. Meiner Meinung nach gibt es Spiele, womit ich mich lieber befasse. So. Aber ich freue mich sehr auf The Elder Scrolls 6. Da freue ich mich tatsächlich. Aber bin jetzt nicht gehypt. Freue mich aber. Wenn es kommt, freue ich mich. Dann spielen wir das auch. Bestimmt. Das spielen wir. Kaum machen wir. Aber, ja. Aber ich finde es ja auch mal wichtig. Ja, weil wir Elden Ring. Ja, man muss ja, man. Das Game kann ja richtig geil sein. Wenn man nicht der Typ Spieler für das gewisse Game ist, dann kann das Game mal so geil sein. Dann ist es schwierig, dass man damit Spaß hat. Nun, wenn ich sagen, mit Elder Scrolls hat nicht Spaß, weil ja auch. Ich bin ein Gamer, ich habe mit vielen Sachen Spaß. Kann aber ja, aber mehr kollabiert, kann man hier Spaß. Er kann da auch aufgehen. Kann auch in der Lego-Kampagne aufgehen. Oh. Ich kann auch in dem Horizon Zero Dawn aufgehen. Ich kann da überall aufgehen. Nein, Dark Souls kann ich aufgehen. Ich bin sehr breit. Gott. Kann ich in der nächsten Folge wieder ein neues 3-Tier holen, ne? Die Sonne soll sinken, ich möchte gerne schinken. Hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit, das Bewachen der Stadt. Mhm. Also rumstehen ist anständige Arbeit, siehst du, Leute? Was sind sie ausgewählt worden im Rumstehen? Genau, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man nicht immer, nach Punkten geht bei Spielen, dann auch nach dem guckt, ist das Game überhaupt was für mich? Weil was ganz etwas nützt dir, wenn ein Game keine Ahnung 100 Punkte hat, aber das ist ein Strategiespiel. So, und das Strategie finde ich total langweilig, dann bringt das ja nichts. Was uns aber auch nichts bringt, ist, was ist denn hier? Oh Gott.
Hier. 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 Ja, bestimmt tolle Informationen, aber die werde ich jetzt nicht vorlesen. Das würde den Rahmen dieses Let's Plays sprengen. Ja, also das mache ich nicht. Die Sonne soll sinken. Ja, Leute, damit würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann weiter. Dann haben wir ja hier ein bisschen Hauptquest gehabt, ein bisschen noch geritten durch die Welt und haben ein bisschen unseren Medizinbeutel wieder aufgefüllt. Und ich würde sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch mal wieder ein bisschen Spaß gemacht hat. Und ihr, dass ihr beim nächsten Mal, der sagt, hey, ich habe Bock wieder einzuschalten zu einer Folge. Horizon Zero Dawn. Wir sehen uns. Bis dann und rein. Bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter. Tschüss, bis dann. Ciao.